Für mich gern mehr Pfeffer. Okay, sind 5 Yen in Ordnung? Ja. In Ordnung, danke. Was willst du noch essen? Lass uns dort mal gucken. Dort? Ach, da. Ein Maiskolben und ein Ei, bitte. Okay. Frisches Gemüse aus eigenem Anbau. 1 Yen für 2 Bündel. Nehmen Sie 2. Eigenanbau. 1 Yen für 2 Bündel. Okay, dann kaufe ich 4. Okay. Und? Die Standgebühr bezahlt? Ja, ja, natürlich. Gut, in Ordnung. Die Orangen sehen ganz gut aus. Hier, nehmt beide ein paar davon mit. Igel. Danke sehr. Weiter runter kann ich nicht mehr gehen. Die Standgebühr bezahlt? Schnell, die Stadtpatrouille! Die Stadtpatrouille ist hier! Stehen bleiben! Wer hat Ihnen das hier erlaubt? Was ist mit der Standgebühr? Das ist alles aus meinem Garten. Ich kann Reden es nicht Sie allein keinen Unsinn. Verkaufen. So ein Stand kostet Geld. 50 Yen. Hier. Was? So viel? Das ist das mein Gemüse gar nicht wert. Das interessiert mich nicht. Bezahlen Sie oder Ihr Fahrrad ist weg. Was Sie hier verdienen, interessiert keinen. Beeilung. Dann verkaufe ich Nein, es nicht Sie und gehen nicht. Lassen Sie das Fahrrad ich hier. Gehe jetzt sofort. Sie können Loslassen. Das Gemüse haben, Sie aber nicht mein weg. Fahrrad. Versuchen ich bitte Sie, Sie nicht Fahrrad mein Fahrrad. Loslassen. Was soll ich mit Ihrem Gemüse? Die Stadtpatrouille verkaufen Sie schon wieder. Lassen Sie los. Das ist dringend, was ich brauche. Ich sagte weg. Das an. Loslassen Sie los. Kommen Sie, hört Sie auf! Bezahlen. Lassen Sie das Rad los! Ich werde bezahlen! Das ist mein ganzes Geld. Bitte lassen Sie mir mein Fahrrad. Keine Fotos! Wehe, wir erwischen Sie nochmal. Wieso haben Sie nicht gleich bezahlt? Wenn ich Sie hier nochmal sehe, beschlagnahme ich Ihr Fahrrad. Gut, alle weitergehen! Weitergehen, keine Fotos! Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen jetzt! Ja, alles in Ordnung? Ist alles gut? Oh. Ich helfe Ihnen. Danke, junge Frau. Aber gern. Was für eine Welt ist das nur? Hören Sie, Ihr Gemüse sieht gut aus. Ich würde gern noch mehr kaufen. Danke, junge Frau. Nichts zu danken. Stehen wir auf. Mama, warum hast du so viel Gemüse gekauft? Weil die alte Frau dadurch früher nach Hause kann. Oh, dann sagen wir Papa auch, dass er bald nach Hause kommen soll. Okay, dann los. Hallo, ich würde gern bezahlen. Alles gefunden? Ja. Bitte, 55 für beide. In Ordnung. Bitte sehr. Schönen Tag noch. Danke. Danke auch. Junger Mann, kommen Sie kurz her? Ha? Wieso? Papa! Hallo. Würden Sie bitte Ihre Tasche öffnen? Wieso denn das? Sie wissen ganz genau, was darin ist. Oh. Stiehlt ihr Bücher? Wie peinlich. Sie sind noch so jung und schon so... Ah, bitte lass ihn. War vielleicht nur ein Irrtum. Das macht jeder Student irgendwann mal. Sie lesen ein Buch zu Ende, klappen es zu und stecken es in die Tasche. Ja, ja. Ich hatte es einfach vergessen. Was bekommen Sie? Macht 40. Ach, dir geht's immer um die Würde. Wenn heute keiner... mit ihm darüber redet, tut er es wahrscheinlich wieder. Große Probleme kleiner machen und kleine glätten. Es reicht, dass er es weiß. Mehr braucht es nicht. Aha. Ah, lass uns bald zumachen und nach Hause gehen. Wir haben morgen viel vor. Stimmt. Morgen ist Sonntag, oder? Ja. Haha, es geht nach Hause. Okay, ich komme. Los geht's. Übermorgen ist die letzte Wahlrunde für die diesjährigen Kirchenleiter. Mhm. Ja, und wir sind alle gespannt auf die Ergebnisse. Ja, das sind wir. Das ist ein großes Ereignis für den Lebenseintritt auserwählter Menschen Gottes. Ja. Natürlich beschäftigt uns das. Richtig. Und nur wenn wir Leute wählen, die die Wahrheit verfolgen, die fähige Kirchenleiter sind, können wir darauf hoffen, dass sie uns helfen, die Wahrheit zu verstehen und in Gottes Wort einzutreten. Ja. Deshalb ist es ja so wichtig, diese Kirchenwahl ernst zu nehmen. Mhm. Hey, was hältst du von Schwester Yang? Schwester Yang? Ja. Sie verfolgt die Wahrheit, ist ein guter Mensch und sie ist kompetent. Mhm. In den letzten Tagen habe ich das nach den Wahlprinzipien abgewogen. Und Schwester Yang ist eine ziemlich geeignete Kandidatin. Mhm. Schwester Liu wäre auch sehr gut. Ich denke, sie ist wirklich sehr klug. Sie erfüllt ihre Pflichten und ist träge. Genau das denke ich auch.
Hey Mama, habt ihr zwei je daran gedacht, mich zu wählen? Wenn wir Kirchenleiter wählen, dann ausschließlich nach der folgenden Regel. Eins ist eins und zwei ist zwei. Das bedeutet, dass es legal zugehen muss und nicht so, wie uns zumute ist. Mhm. Ich kann dich nicht wählen, wenn es gegen die Regeln ist. Selbst wenn es der eigene Sohn ist. Ich weiß, ich weiß. Lass dich von ihrem Alter nicht täuschen. Sie kennt die Wahlregeln für Leiter in- und auswendig. Das Wichtigste behält sie halt. Ganz genau. Gut, lasst uns die Wahlregeln einhalten und jetzt mit der Abstimmung beginnen. Okay. Wir zählen jetzt die Stimmen. Ich zähle mit. Und ich kontrolliere die Auszählung. Das sind die Stimmen von allen Gruppen. Wir beginnen jetzt mit der Auszählung. Yang Huixin, Liu Wenqiu. Yang Huixin, Cheng Xi. Cheng Xi, Yang Huixin. Yang Huixin, Liu Wenqiu. Okay, wir geben jetzt die Wahlergebnisse bekannt. Yang Huixin hat 22 Stimmen. Liu Wenqiu hat 16. Schwester Yang und Schwester Liu sind Wahlsieger und unsere neuen Leiterinnen. Sehr gut. Ich freue mich. Eine gute Wahl. Jetzt kann es losgehen. Hey, Huixin. Hm? Bedrückt dich irgendetwas? Ich habe das Gefühl, Schwester Liu ist hinterhältig. Trotzdem wurde sie zur Leiterin gewählt. Das macht mir Sorgen. Hm? Die Wahlregeln der Kirche besagen, dass solche Menschen keine guten Leiter sind. Was sagst du? Vielleicht sollte das der Vorstand wissen. Aha. Warum hinterlistig? Als wir früher zusammen gearbeitet haben, hat sie sich nie geöffnet und über sich und ihr Leben geredet. Es war unmöglich, sie kennenzulernen. Und als sie Gruppenleiterin war, hatten die Schwestern und Brüder öfter Sorgen. Sie konnte da nie helfen. Hat jedoch erzählt, als hätte sie es. Und ich redete mit ihr darüber. Doch das änderte nichts. Ja, das hört sich ein bisschen so an, als wäre sie hinterlistig. Ich weiß nicht viel von ihr. Aber äußerlich wirkt sie in Bezug auf ihre Aufgaben engagiert und rege. Äußerlich wirkt sie engagiert. Doch in Wirklichkeit wurstelt sie sich nur durch ihre Aufgaben durch. Sie redet leere Worte und packt nicht an. Bei ihr ist alles nur Schein. Wenn das so ist, solltest du das wirklich weitergeben. Hm. Am besten hältst du dich aus den Angelegenheiten anderer Leute raus. Wirklich, denk noch mal drüber nach. Wenn du das meldest, ja, wird dein Chef ihn wahrscheinlich feuern. Und Herr Lee würde dich mit Sicherheit dafür hassen. Es lohnt sich nicht, ihn wegen sowas so aufzubringen. Vertrau mir einfach in dieser Sache. Hey, du bist hier. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, um diese Zeit nicht. Vielen Dank, ich hätte gern nur ein Wasser. Jing, schlägst du dir so die Zeit tot? Mit Fernsehgucken? Wie lange soll das noch so weitergehen? Ich verstehe das einfach nicht. Was denn? Ich war nicht alleine verantwortlich für die Probleme in der Kirchenarbeit. Wieso wurde ich als Einzige ersetzt? Wie jetzt? Du verstehst es immer noch nicht? Unsere Gemeinde hat dich abgesetzt, weil du zu einengend und dogmatisch warst. Weil du immer alle belehrt hast. Warum streitest du dich hier, anstatt mal über dich nachzudenken? Wie solltest du, die die Wahrheit weder akzeptiert noch Realität besitzt, jemals die Probleme der Gemeinschaft lösen?
Was spricht denn für dich als Kirchenleiterin? Jing, du musst wirklich erstmal über dich nachdenken, Reue zeigen, deinen Zustand in Ordnung bringen, Verantwortung zeigen. Dann hast du leichter das Werk des Heiligen Geistes und kannst innerlich wachsen. Ach, alles, was du sagst, weiß ich auch selbst. Denke ich nicht gerade über mich selbst nach? Ich hatte im letzten Monat jeden Tag Zeit, doch die Kirche hat mir nichts übertragen. Was könntest du in deiner Situation leisten, wo du nicht mal Reue zeigst? Was sollte man dir übertragen? Vielleicht nicht die Kirchenleitung, aber es gibt auch noch andere Aufgaben. Bitte, als neue Leiterin, gib mir eine neue Aufgabe. Es ist ganz egal, welche. Also gut. Es fehlt noch ein Gruppenleiter für die Lisha Shuang-Gruppe. Das könntest du übernehmen. Sehr gern. Nur, ist Schwester Yang auch damit einverstanden? Ja, Schwester Yang. Die Wahl eines Gruppenleiters ist eine große Sache. Wenn wir den Falschen wählen, sind wir daran schuld, dass wir das Wachstum vieler Menschen verzögern. Richtig. Daher ist die Regel so wichtig, dass jeder Leiter die Wahrheit verfolgt und praktische Erfahrungen hat. Das wäre in Gottes Sinn. Ja. Los, lass uns mal hinsetzen. Li Jing denkt durchaus über ihr Verhalten nach. Wir haben darüber geredet. Sie hat wohl darüber nachgedacht, wieso sie versagt hat. Sie war nicht auf die Wahrheit ausgerichtet und deshalb sprach sie nur über die wortwörtliche Bedeutung der Lehren. Sie will Buße tun, sich auf die Wahrheit ausrichten und von vorn anfangen. Als Gruppenleiterin könnte sie das direkt praktizieren. Und büßt sie nicht, wird sie ersetzt. Was denkst du? Wenju, denkst du, Li Jin ist fähig zur Buße? Ich würde an deiner Stelle ihren Worten nicht trauen. Ich denke, wir sollten sie erst noch eine Weile beobachten. Wir sind für Gottes auserwähltes Volk verantwortlich und dürfen nicht nach unseren Gefühlen handeln. Nichtgläubige sind auf Netzwerke und Beziehungen angewiesen. Und jene aus dem Hause Gottes auf die Prinzipien. Und in den Prinzipien ist sehr deutlich und klar festgelegt, dass Zurückgewiesene wieder gefördert werden können, wenn sie Reue zeigen und praktische Arbeit leisten. Aber wenn sie nicht wirklich Reue zeigen, sind sie nicht auf die Wahrheit ausgerichtet und auch nicht für verantwortungsvolle Positionen geeignet. Gestern war ich bei ihrem Gruppentreffen und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie ihr Verhalten ändern will. Sie hat sich die ganze Zeit nur verteidigt. Von Reue keine Spur. Und ihr dennoch diese Aufgabe zu überlassen, wäre das nicht Verrat in den Prinzipien Gottes? Gestern sagte Li Jing noch, sie würde einer Pflicht nachgehen. Sie wollte eine neue Chance und ich war einverstanden. Ich habe ihr gesagt, sie könne die Li Cha Chuang-Gruppe leiten. Denkst du nicht, wir sollten sie ihr erstmal überlassen? Und wenn das nicht gut gehen sollte, dann greifen wir ein. Wenn das alles schon feststeht, wieso sagst du es dann nicht gleich? Wir könnten es auch lassen. Du hast schon Ja gesagt. Wir versuchen es und werden sehen, wie sie sich entwickelt. Heißt das, du stimmst zu? Du bist so verständnisvoll und umsichtig. Ich wusste, dass du Ja sagst. Nach wem suchen Sie? Warum haben wir Sie hier noch nie gesehen? Ich möchte zu meiner Tante. Zu Ihrer Tante? Ah, Sie sind mit den Wangs verwandt.
Und aus welchem Dorf kommen Sie? Wang Chuan. Wang Chuan. Und dann wollen Sie hier wen besuchen? Entschuldigung, aber... Hey, Sie beide da! Wo gehen Sie hin? Wen wollen Sie hier besuchen? Ein Freund. Was glauben Sie, wer Sie sind? Seien Sie nicht böse, junger Mann. Wir machen hier nur unseren Job. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Sonst noch was? Die Partei spielt wieder verrückt. Diesmal schicken sie ältere Bürger auf die Straße. Ja, also die Verfolgung von Hauskirchen wird immer krasser. Ja. Sie kontrollieren jetzt einfach alles. Daher sollten wir draußen noch vorsichtiger sein. Mhm. Ich habe heute meine Tochter herbestellt. Sie soll meinem Mann bei der Wache helfen. Aber lasst uns heute nur auf das Treffen konzentrieren. Hier, dein Buch. Ja. Setz dich, Schwester. Danke. Ja. Wir können anfangen. Danke. Liebe Schwestern und Brüder, wie erging es euch in den letzten Wochen? Hattet ihr Schwierigkeiten beim Lebenseintritt? Lasst uns frei darüber reden. Ja, richtig. Ja. Genau. Habt ihr Schwierigkeiten? Dann sagt es uns. Und dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich habe gerade nichts. Ja, genau. Ich habe Schwierigkeiten und ich weiß wirklich keine Lösung. Aha. Was ist es denn? Mein Sohn. Er tut sich schwer mit Gott. Er sieht nur das Irdische und vergisst seine Pflichten. Ich fürchte, dass er nur auf das Weltliche aus ist, nicht auf die Wahrheit, und dass er seine Chance auf Erlösung verspielt. Also erinnere ich ihn oft daran und bitte ihn, die Worte Gottes zu lesen, zu den Treffen zu gehen und seinen Pflichten so gut wie möglich nachzukommen. Wenn ich das nicht tue, vergisst er es. Doch tue ich es zu häufig, dann nervt es ihn. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unglücklich ich bin. Ich weiß, ich lasse mich von meinen Gefühlen bestimmen. Von der Sorge, dass mein Sohn nicht errettet wird. Aber ich kann das einfach nicht loslassen. Bitte lasst uns darüber reden. Welche Aspekte der Wahrheit sollte ich verstehen, um loslassen zu können? Schwester Jo, dafür sollten wir uns als erstes Gott und der Wahrheit widmen und Gottes Willen richtig verstehen. Uns fragen, wohin uns unsere Emotionen führen und verstehen, dass Gott allgegenwärtig ist. Wir müssen verstehen, dass Gott all diejenigen errettet, die ihn aus ganzer Seele anerkennen. Jene, die sich ihm ganz hingeben. Gott zwingt niemanden zu seinen Pflichten. Werden Früchte zu sehr gepresst, wird der Saft bitter. Daher, wenn so etwas geschieht, dann sollten wir uns einfach Gottes Willen fügen. Sich von Emotionen leiten zu lassen, ist der sicherste Weg, Gott zu verletzen. Meine Cousine ist kürzlich abgesetzt worden. Anstatt sich zu fügen, hat sie ewig analysiert, wer nun recht hatte und wer nicht. Ich war enttäuscht und außerdem besorgt. Ich dachte, ohne eine Aufgabe zu haben, wird ihr Zustand schlechter. Und dass sie ihre Chance verliert, Erlösung zu erlangen. Aber ich wusste, dass der Wille Gottes viel größer ist als unser einer und dass es nicht an mir ist, ihr neue Aufgaben zu erteilen. Ah, ja. Als ich das erkannte, konnte ich loslassen. Das hilft mir sehr. Und ein paar Tage später verbesserte sich der Zustand von meiner Cousine. Sie erkannte, dass ihre Natur zu arrogant war, nicht in Gottes Sinn. Und sie wollte Reue zeigen. Sie wollte auch plötzlich ihren Pflichten wieder nachgehen. Wirklich? Absolut. Also erzählte ich Schwester Zhang davon. Und wir beschlossen, sie die Li-Cha-Chuang-Gruppe leiten zu lassen. Siehst du? Alles hat seine Stunde. Wir müssen lernen, Gottes Pläne zu befolgen. Ja. Schwester Jo, kannst du jetzt klarer sehen? Mach dir keine Sorgen. Ja, ich kann jetzt klarer sehen. Vielen Dank. Schwester Liu, deine Ausführungen ergeben zwar Sinn, nur... weiß ich noch nicht, wie ich mit diesem Problem nach Gottes Willen umgehen soll. Schwester Jo, Gesinnungsänderungen passieren nicht so schnell. Es geht auch nicht schnell, wenn wir versuchen, uns selbst zu verstehen. Wir müssen an Gott glauben. Du brauchst nur Gottes Wort zu lesen, mehr beten und nach der Wahrheit zu suchen. Und mit der Zeit wirst du die Wahrheit verstehen und diese Gefühle alle loslassen können. Oh. Ja. Schwester Jo, deine Sorge, dass dein Sohn keine Erlösung erlangt, ist verständlich.
Wer von uns Eltern macht sich keine Sorgen um den Glauben unserer Kinder? Ganz genau. Ja, ja, genau. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, wen Gott rettet und wen er beseitigt. Glauben die Menschen scheinbar an Gott, gieren aber wirklich nach weltlichen Dingen, müssen wir nur geduldig und tolerant sein und sie mit Liebe unterstützen. Ja. Ja. Wenn Menschen die Wahrheit nicht lieben, sondern nur wegen der Segnungen vorgeben, an Gott zu glauben, dann wird alles nutzlos sein, egal wie sehr wir ihnen helfen oder Fürbitte halten. Denn Gott rettet keine Ungläubigen. Ja, das ist in der Tat Wenn wahr. Unsere Kinder an Gott glauben, aber nicht die Wahrheit verfolgen, müssen wir ihnen aus Liebe helfen und sie unterstützen. Das ist notwendig. Wir können nicht einfach blind entscheiden, wer Erlösung erlangt und wer nicht. Oder wer von Gott beseitigt werden wird. Solange wir liebevolle Unterstützung und Hilfe bieten, wird sich alles von selbst zeigen. Ja, ja, genau. Und nach einer Zeit, wenn wir die Menschen einschätzen können, können wir unterschiedlich mit ihnen umgehen und unsere Gefühle loslassen. Weißt du, Lisa Leute, ja, alles klar. Ja, das tun sie wirklich. Dank sei Gott. Ich fühle mich jetzt wirklich erleichtert, als hätte ich einen Weg. Dank sei Gott. Ich weiß jetzt, wie ich mit meinem Sohn umgehen soll. Er glaubt noch nicht lange an Gott, kennt wenig von Gottes Wort und versteht nicht viel von der Wahrheit. Er braucht immer noch liebevolle Unterstützung. Genau. Wenn die Wahrheit klar ist, dann wissen wir auch, wie wir praktizieren können. Dank sei Gott. Vieles davon steht in Gottes Wort. Wollen wir lesen? Ja. Gut. Dann bitte die Seite 1. Gestern sagte Li Jing noch, sie würde einer Pflicht nachgehen. Sie wollte eine neue Chance und ich war einverstanden. Ich habe ihr gesagt, sie könne die Li Cha Chuan-Gruppe leiten. Und ein paar Tage später verbesserte sich der Zustand von meiner Cousine. Sie erkannte, dass ihre Natur zu arrogant war, nicht in Gottes Sinn. Und sie wollte Reue zeigen. Liebe Schwester Zhang, liebe Schwester Lin, ich schreibe, um ein Problem mit Liu Wengxiu zu melden. Durch meinen Kontakt mit ihr habe ich herausgefunden, dass sie verschlagen und hinterhältig ist, die Bedeutung der Lehren immer spricht, oft Lügen erzählt und die Menschen täuscht. Wenn ich das Problem mit Schwester Liu melde, denken meine Leiter dann vielleicht, dass wir beide nicht friedlich zusammenarbeiten können? Die Brüder und Schwestern kennen sie erst seit kurzem und können sie noch nicht richtig einschätzen. Vielleicht denken sie dann, dass ich Menschen gegenüber unfair bin. Nein, ich sollte zuerst mit ihr sprechen. Ich sollte meiner Verantwortung nachgehen und danach entscheiden. Li Jin hat doch gar kein Verständnis dafür gezeigt, warum sie abgesetzt wurde. Und Buße hat sie auch keine getan. Aber du hast Schwester Zhou das Gegenteil erzählt. Und auch, dass deine Entscheidung mit der Gruppenleitung nicht auf Gefühlen beruht. Hast du unsere Gemeinde nicht belogen? Warum hast du das so gesagt? Du hast recht. Nicht alles davon war wahr. Aber ich hatte gute Absichten. Ich wollte Schwester Zhou dabei helfen, ihre Gefühle loszulassen. Ist das nicht richtig gewesen? Du hast offenkundig gelogen, dich hervorgetan und alle getäuscht. Wie kannst du das Hilfe für Schwester Zhou nennen? Dass es falsch war, liegt doch auf der Hand. Wieso verteidigst du dich immer noch? Es ist nicht gut, was du getan hast. Hallo? Wengxiu. Ja? Was wir besprochen hatten, hat funktioniert. Das ist sehr gut. Ah. Wie viele von Ihnen sind dort? Gut. Ich bin bald da, okay?
Laut unserer neuesten Kenntnisse ist diese Nummer hier äußerst verdächtig. Hm? Könnte ein Kernmitglied der Kirche des allmächtigen Gottes sein. Weiter zuhören. Wenn die Nummer erneut auftaucht, sofort festnehmen. Ja. Das klang wie die Stimme von Schwester Song. Ja. Sie sagte, es gäbe da einige Gläubige, die den wahren Weg erforschen wollen. Sie bat uns, jemanden auszusuchen, der sich über Gottes Werk bezeugen könnte. Wen, denkst du, sollten wir schicken? Was hältst du von Schwester Jong? Gut. Ich werde es ihr gleich sagen. Mhm. Hey, Schwester Leo. Warum sprichst du am Telefon vom Glauben an Gott? Die Partei überwacht Telefone, verhaftet unzählige Gläubige. Weißt du das denn nicht? Weißt du nicht, welche Katastrophe du damit für die Kirchgemeinde auslösen könntest? Es war einfach nur der Bequemlichkeit halber. Es tut mir leid. Ich hatte dich schon mal daran erinnert. Wenn das so weitergeht, passiert noch etwas. Ich habe den Anruf nur riskiert, weil ich nichts verzögern will. Weil es eine besondere Situation ist. Du... Genug. Hier ist ohnehin kein guter Ort zum Reden. Ich werde Schwester Jong besuchen. In letzter Zeit waren die meisten Brüder und Schwestern, die ich besucht habe, in guter Verfassung. Und die Leiter sind sehr zuverlässig. Dank sei Gott. Wie geht es denn der Gruppe, die Lee Jin leitet? Ich war gestern bei ihr in der Gruppe und mir ist so einiges aufgefallen. Ich wollte dir eh davon erzählen. Hey, das ist Fang Cheng. Ich hab euch schon von Weitem erkannt. Das ist ja ein Ding. Los, rein mit euch. Okay. Hey, Bruder Fang. Hm? Wie geht es euch denn in der Kirchengruppe, seit Lee Jin sie leitet? Dort geht es in letzter Zeit sehr chaotisch zu. Oh. Lee Jin belehrt uns nur. Und praktische Probleme geht sie auch nicht an. Stattdessen spricht sie stur über die Lehrworte. Es kommt auch vor, dass wir zweimal fragen. Dann wird sie ungeduldig. Und sagt, wir hätten niedriges Kaliber. Jeder fühlt sich von ihr eingeschränkt. Und keiner will mehr Fragen stellen. Ach ja, und Schwester Cho und ihr Mann wollen nicht mehr zu den Treffen kommen. Bei dem Treffen gestern hat Schwester Chen mit Lee Jin gesprochen und sie sah nicht so aus, als ob sie es annehmen konnte. Ja, ich habe gestern mit ihr gesprochen. Doch sie hat immer nur dagegen gehalten. Und vorher sagte sie... Du wusstest, dass Lee Jin abgesetzt wurde und nie verstanden hat, wieso... Warum hast du sie zur Gruppenleiterin ernannt? Ich wollte niemanden verletzen. Und erst recht nicht die Prinzipien. Und Schwester Liu hatte mir gesagt, dass schon alles arrangiert sei. Ich wollte sie nicht blamieren. Und willigte ein. Jetzt kommen diese Probleme ans Licht. Und das nur, weil ich nicht der Wahrheit nachgehandelt habe. Schwester Yang, wir sind Diakonin und Leiterin in der Kirche. Wenn wir die Prinzipien nicht verfolgen, ist das für den Lebenseintritt unserer Schwestern und Brüder einfach furchtbar. Ja. Manchmal lasse ich mich auch von Gefühlen leiten und mache mir Sorgen, dass ich andere in Verlegenheit bringen könnte. So wie gestern in der Gruppe, als Li Jing so dogmatisch die Lehren ausgelegt hat. Ich wollte sie stoppen, aber ich hatte Sorge, ihre Gefühle zu verletzen. Nichts zu sagen wiederum machte mir ein schlechtes Gewissen. Wir sind dazu aufgefordert, in den Gruppen über unser Verständnis von Gottes Wort zu reden, nicht sie starr auszulegen. Und obwohl mir das klar war, habe ich nichts gesagt. Ich ließ mich stattdessen von meinen Gefühlen leiten und schützte lieber unsere Beziehung, als darüber nachzudenken, ob die Treffen für meine Schwestern und Brüder wirksam sind. Ich dachte nur an mich. Ich hielt sie erst auf, nachdem ich nachgedacht hatte. Schwester Yang. Es soll uns eine Lehre sein, dieses Problem mit Li Jing. Ja. Wenn wir die Prinzipien nicht aufrechterhalten und nach satanischen Philosophien handeln, werden wir der Kirche und dem Leben unserer Brüder und Schwestern definitiv schaden. Wie sollen Menschen wie wir ihre Pflichten erfüllen, sodass Gott zufrieden ist und es für unsere Brüder und Schwestern richtig ist? Ah.
Alle sagten, sie würden Gottes Bürde berücksichtigen und das Zeugnis der Kirche verteidigen. Doch wer hat wirklich Gottes Bürde berücksichtigt? Frag dich selbst, bist du jemand, der Gottes Bürde berücksichtigt hat? Kannst du für Gott Gerechtigkeit ausüben? Kannst du aufstehen und für mich sprechen? Kannst du unerschütterlich die Wahrheit in die Praxis umsetzen? Bist du tapfer genug, um alle Taten Satans zu bekämpfen? Könntest du deine Gefühle beiseite lassen und Satan bloßstellen? Um meiner Wahrheit willen, kannst du zulassen, dass mein Wille in dir erfüllt wird? Hast du dein Herz beim Kommen der entscheidenden Zeit geopfert? Bist du jemand, der meinen Willen ausführt? Er ist nachlässig in seinen Handlungen, gleichgültig und distanziert in Dingen, die ihn nicht persönlich interessieren. Er berücksichtigt weder die Interessen von Gottes Haus noch Gottes Absichten. Er nimmt nicht die Bürde auf sich, Gott zu bezeugen oder seine Pflicht zu erfüllen. Und hat kein Verantwortungsgefühl. Es gibt sogar andere Leute, die ein Problem sehen und nichts sagen. Sie sehen, dass andere ein Hindernis sind und stören, aber sie unternehmen nichts dagegen. Sie berücksichtigen die Interessen von Gottes Haus nicht im geringsten. Genauso wenig berücksichtigen sie ihre eigene Pflicht oder Verantwortung, die ihnen obliegt. Sie sprechen, handeln, tun sich hervor und bemühen sich nur für ihre eigene Eitelkeit, ihr Aussehen, ihre Stellung, ihre Interessen und ihren Ruf. Liebe Schwester Zhang, Schwester Lin, ich schreibe, um mein Problem mit Liu Wenqiu zu melden. Durch meinen Kontakt mit ihr habe ich entdeckt, dass sie oft Lügen erzählt und die Menschen täuscht, auf gerissene und hinterlistige Weise handelt und oft individuelle Absichten und Ziele bei ihrer Arbeit einbringt. Bitte untersucht und überprüft Liu Wenqiu's Situation so schnell wie möglich, um zu vermeiden, dass der Kirchenarbeit noch mehr geschadet wird. Okay, okay, in Ordnung. Vergiss nicht, ihnen Bescheid zu sagen. Mhm, ja, wir gehen zusammen. Mhm, ja, 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 okay. Dann gehe ich mit Li Jing. Okay, gut. Die Einzelheiten klären wir persönlich. Ja, okay. Ich melde es. Hallo, Chef. Zielperson erfasst. Gut, verlier sie nicht. Das ist ganz sicher ein dicker Fisch. Sie ist eine Kirchenleiterin. Ja. Beauftragen Sie weitere Überwachungskräfte. Mhm. Jede Dorfkreuzung wird überwacht. Wenn wir soweit sind, erwischen wir alle gemeinsam. Ja, ja, Sir. Sir. Wir wissen durch unsere Ermittlungen, dass Liu Wenqiu oft lügt und nie die Wahrheit akzeptiert, dass sie hinterhältig ist. Mhm. Ja. Solche Leute können nicht praktisch arbeiten. Sie sind falsche Anführer und gehören abgesetzt. Man sollte sie wirklich absetzen. Ja. Dass unsere Brüder und Schwestern sie bloßstellen und melden konnten, zeigt, dass wir in unserem Verständnis der Wahrheit Einsicht entwickeln und dass wir erwachen. Lassen wir uns nicht von Status oder Macht einschränken. Lasst uns das Werk Gottes schützen und die Wahrheit praktizieren. Das war eine gerechte Tat, eine, die Gottes Herz tröstet. Ja, wenn jemand was aus dieser Angelegenheit gelernt hat, können wir gerne darüber sprechen. In Ordnung. Dann werde ich wohl zuerst reden. Gut. In dieser Welt haben Betrüger und Schurken Erfolg. Und die Ehrlichen werden unterdrückt und ausgeschlossen. In Gottes Haus regieren Christus und die Wahrheit. Ja. Und nur ehrliche Menschen können sich am Erfolg erfreuen und fest im Leben stehen. Richtig.
während die Betrüger und Schurken am Ende bloßgestellt und vernichtet werden. Was sie sagt, ist absolut. Wir verstehen die Wahrheit nicht und wählten aus Mangel an Einsicht eine Betrügerin als Anführerin. Doch Gott sieht alle Dinge und offenbart sie. Aber egal, welche Finden sie offen oder heimlich anwendete, Gott hat alles offenbart. Das zeigt mir, dass Gott Betrüger hasst und verachtet, aber ehrliche Leute mag. Es ist genau so, wie es im Wort des allmächtigen Gottes steht. Mein Königreich braucht diejenigen, die ehrlich sind, nicht heuchlerisch und nicht betrügerisch. Sind nicht die aufrichtigen und ehrlichen Menschen in der Welt unbeliebt? Ich bin genau das Gegenteil davon. Es ist genehm, wenn ehrliche Menschen zu mir kommen. Ich habe Freude an solch einem Menschen. Diese Art Mensch brauche ich auch. Das genau ist meine Gerechtigkeit. Ja, das ist wahr. Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Und nichts, was dunkel, schlecht oder von Satan ist, kann in Gottes Haus bestehen. Oh ja. Jetzt beginne ich endlich zu verstehen. Egal wie unsere Lage ist, es ist richtig, ein ehrlicher Mensch sein zu wollen. Ja. Nur ehrliche Leute können Gott gehorchen und die Wahrheit praktizieren. Und Gottes Segnungen und Zustimmung erlangen. Das ist richtig. Und vor Gott müssen wir ehrliche Menschen sein und sollten stets zuverlässig unsere Pflichten erfüllen. Wir sollten niemals betrügerisch sein, denn sonst werden wir von Gott offenbart und beseitigt. Ja. Es ist unbedingt wichtig, ein ehrlicher Mensch zu sein. Oh ja. Genau. Das müssen wir verfolgen. Dank sei Gott. Ich habe deine Erläuterung gehört. Jetzt fühle ich mich schuldig. Ich weiß schon lange, dass Schwester Liu zu betrügerisch ist, um Kirchenleiterin zu sein. Aber ich sorgte mich um mein Ansehen und wollte meine Beziehung schützen und habe nichts gemeldet, wodurch ich meinen Brüdern und Schwestern geschadet habe. Jetzt verstehe ich erst, dass ich keinen Platz für Gott und keine Gerechtigkeit in meinem Herzen hatte. Ich beschützte die Interessen von Gottes Haus nicht, vernachlässigte die Wahrheit. Habe ich Gott dadurch nicht hintergangen und verraten? Ich lebte nach satanischen Philosophien. Aber ich wollte gut sein. Und doch war ich eine Betrügerin. Ich verriet Gottes Auftrag an mich. Bin keine gute Leiterin. Es tut mir leid, Brüder und Schwestern. Wer ist das? Komm schnell, schnell. Es ist etwas passiert. Was denn? Gestern, als Schwester Liu eine Versammlung abhielt, stürmten 20 Polizisten herein. Alle 7 Leute wurden verhaftet. Was ist? Hier, schaut. Schwester Liu's Wohnung wurde auch durchsucht. Sie nahm alle ihre Bücher von Gottes Wort mit. Und 10.000 Yen. Was sollte das? Diese Polizisten sind alle Ganoven und Räuber. Sie sind schrecklich. So ist es. Das ist von Liu's Ehemann. Er schreibt, dass die Polizei wohl ihre Telefonate abgehört hatte. Was? Die kommunistische Partei hat uns schon immer abgehört und viele von uns verhaftet. Wieso hat Liu es gewagt, das Telefon zu benutzen? Wie konnte sie das wagen? Wir müssen jetzt rausfinden, wen sie angerufen hat. Und diesen Brüdern und Schwestern raten, unterzutauchen. Bruder Wang, kümmere dich darum. Ja, in Ordnung. Auch für ihre Verhaftung bin ich verantwortlich. Vor einem Monat habe ich sie gebeten, nicht am Telefon über Gott zu reden. Sie akzeptierte das nicht. Und ich unternahm nichts. Du hättest melden sollen, dass sie nicht hören wollte. Wir hätten sie beobachten und vielleicht aufhalten können. Wir hätten diese Anrufe verhindert. Allerdings. Und unsere Brüder und Schwestern wären nicht eingesperrt worden. Schwester Yang, hast du denn keinerlei Prinzipien? Du wusstest, dass Liu nicht als Leiterin geeignet war und du hast uns kein Wort gesagt. Ihre Anrufe waren ein Sicherheitsrisiko, aber du hast geschwiegen. Du hast überhaupt kein Verantwortungsgefühl. Schwester Yang, wir müssen stets die Interessen von Gottes Haus wahren und die Verantwortung für unsere Brüder und Schwestern tragen. Ja. Richtig. Mein Schutz besorgte mich und ich wollte sie nicht verletzen. Hätte ich sie daran gehindert, zu telefonieren, wären die Kirchenbelange verzögert worden. Das konnte ich nicht verantworten. Was soll man dazu noch sagen? Du hast aus Angst vor Verantwortung die Interessen von Gottes Haus nicht geschützt. Weißt du, was nach Prinzipien handeln heißt? Glaubst du eigentlich wirklich an Gott? Hättest du Liu Wenxiu bei ihrer Wahl zum Kirchenleiter entlarvt, hätte die Kirche sie abgesetzt und nichts von all dem wäre passiert.
Das alles ist geschehen, weil du es allen recht machen wolltest, statt dich an die Prinzipien der Wahrheit zu halten. Das ist eine Lektion für uns alle. Wir müssen jetzt unsere Brüder und Schwestern beschützen, also teilen wir uns auf und benachrichtigen sie. Gut, ich informiere alle Gruppen im Osten der Stadt. Huixing, kommst du erst jetzt zurück? Mhm. Heute Nachmittag waren Polizisten bei deinem Haus. Oh, vielen Dank. Stehen bleiben! Lasst sie nicht entkommen! Halt! Schnappt sie euch schnell! Halt! Stehen bleiben! Ergreift sie! Halt! Halt! Stehen bleiben! Lasst sie nicht entkommen! Aus dem Weg da! Huixing? Verdammt! Wo ist sie? Wenigstens bist du jetzt in Sicherheit. Huixing, versteck dich doch bei meiner Tante. Nudeln gemacht. Isst das, solange es heiß ist. Das wärmt dich auf. Danke. Hier bist du gut aufgehoben, weil es etwas sicherer ist. Sag es, wenn du etwas willst, dann hole ich es dir. Hinter allem, was dir heute passiert ist, stehen Gottes gute Absichten. Lass uns beide beten, um sie herauszufinden. Ja. Und jetzt iss. Ich habe Wasser aufgesetzt. Ich gehe nachsehen. Ja? Ja. Schwester Yang! Hast du denn keinerlei Prinzipien? Du wusstest, dass Liu nicht als Leiterin geeignet war und du hast uns kein Wort gesagt. Ihre Anrufe waren ein Sicherheitsrisiko, aber du hast geschwiegen. Du hast überhaupt kein Verantwortungsgefühl. Du hast aus Angst vor Verantwortung die Interessen von Gottes Haus nicht geschützt. Weißt du, was nach Prinzipien handeln heißt? Glaubst du eigentlich wirklich an Gott? Verdorbene Veranlagungen fesseln dich, schränken dich ein und kontrollieren dich. Sie bringen Hindernisse und Schwierigkeiten mit sich, während du die Wahrheit praktizierst und Gott dienst. Deshalb fühlt sich das Leben so ermüdend an. Es sieht so aus, als wären die Menschen frei. Aber in Wahrheit sind sie fest von satanischen, verderbten Veranlagungen gefesselt. Ohne jegliche Entscheidungsfreiheit, es ist schwierig für sie, einen einzigen Schritt zu machen, um ihr Leben zu leben. Es ist oft anstrengend für sie, die Wahrheit zu sagen oder etwas Praktisches zu tun. Und es ist noch anstrengender, ihre Pflicht gut zu erfüllen. Sich darin zu üben, Menschen und Dinge zu durchschauen und treu zu sein, ist auch sehr anstrengend. Manchmal wollen sie einen schlechten oder bösen Menschen bloßstellen, aber sie können diesen nicht richtig erkennen. Bei falschen Anführern und Antichristen haben sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
aber sie können es nicht recht artikulieren. Im Umgang mit anderen ist es noch viel anstrengender für sie, ihnen ihr Herz zu öffnen. Die Wahrheit in die Praxis umzusetzen und Zeugnis für Gott abzulegen, stellt Schwierigkeiten dar. Dies ist zu anstrengend. Leben diese Menschen nicht im Käfig der verdorbenen Veranlagungen Satans? Viele Menschen glauben, dass es im Grunde einfach sei, ein guter Mensch zu sein. Es bedeutet nur, weniger zu sprechen und mehr zu tun, ein gutes Herz zu haben und keinen Schaden zufügen zu wollen. Dass dies garantiere, dass man Erfolg haben wird, wo immer man hingeht, und dass die Menschen einen mögen würden und dass es ausreiche, diese Art von Mensch zu sein. Sie wollen noch nicht einmal die Wahrheit verfolgen, sondern geben sich einfach damit zufrieden, ein guter Mensch zu sein. Sie denken, die Wahrheit zu verfolgen und Gott zu dienen sei zu kompliziert. Dies verlangt das Verstehen vieler Wahrheiten, und wer kann das bewerkstelligen? Sie wollen einfach nur den einfachen Weg nehmen, ein guter Mensch sein und ein wenig von ihrer Pflicht erfüllen, und das wird genügen. Ist das tragbar? Ist es wirklich so einfach, ein guter Mensch zu sein? Auf der Welt sprechen viele gute Menschen auf hochtrabende Art und Weise. Und obwohl es äußerlich scheint, sie hätten kein großes Übel begangen, sind sie in ihren Herzen arglistig und gerissen. Sie sind insbesondere fähig zu sehen, woher der Wind weht. Und in ihren Worten sind sie aalglatt und weltklug. So wie ich es sehe, ist dies ein falscher, guter Mensch. Ein unehrlicher Mensch, dies ist ein Heuchler. All jene, die sich an den goldenen Mittelweg halten, sind die finstersten. Sie kränken niemanden, wollen allen gefallen, stimmen allem zu, und niemand kann sie durchschauen. Das ist ein lebendiger Satan. Gott, ich will gefallen. Bin ein falscher, guter Mensch und nicht dafür geeignet, vor dir zu leben. Weil ich die Wahrheit nicht praktiziert habe, wurden viele unserer Brüder und Schwestern verhaftet. Wenn ich daran denke, fühle ich Qual und Schuld in meinem Herzen. Ich war egoistisch und betrügerisch. Ich wollte die anderen nicht verletzen und wollte, dass sie mich für gut halten. Dadurch bedrohte ich das Werk von Gottes Haus. Und dafür verachtet Gott mich jetzt. Eines verstehe ich jetzt endlich. Ich bin in Wirklichkeit gar nicht gut. Ich lebte nach den satanischen Ansichten. Ich kannte die Wahrheit und praktizierte sie nicht. Ich wollte von allen gemocht werden. Ohne Gottes Gericht und Züchtigung hätte ich nie erkannt, dass mich die Gefallsucht verdorben hat. Und jetzt will ich diese verdorbene Gesinnung loswerden. Aber wie lerne ich zu verstehen, was ich tun muss? Schwestern, können wir uns darüber austauschen? Das ist ein gutes Thema für die Gemeinschaft. Ja, genau das brauchen wir. Ja, Schwester Yang. Es ist gut, dass du dieses Verständnis gewonnen hast. Und das ist für uns alle sehr nützlich. Ich war früher genau wie du. Ich lebte oft nach satanischen Ansichten. Ich dachte, wenn ich nichts Böses tue, nicht sündige, praktiziere ich die Wahrheit. Und ich hielt mich für einen guten Menschen. Dann erlebte ich das Gericht und die Züchtigung durch Gottes Wort. Ich erlebte Rückschläge und Misserfolge, die mich entlarvten. Ich sah endlich ein, nicht die wirkliche Wahrheit zu haben. Äußerlich schien ich überhaupt nichts Böses zu tun. Aber ich lebte gar nicht nach der Wahrheit, sondern nach satanischen Ansichten. Es war nichts weiter als Heuchelei. Ja, das ist richtig. Den meisten Menschen fehlt es an Einsicht. Sie halten Heuchler, wie ich einer war, für gute Menschen.
Aber Gott schaut auf alle Dinge. Und in den letzten Tagen hat er erklärt, wie Satan die Menschen verdirbt. Er hat das Wesen der Verderbtheit des Menschen durch Satan offenbart. Ja. Gott tat dies, damit wir über unsere verdorbene Gesinnung nachdenken und unsere eigene Natur durchschauen konnten. Auf diese Weise können wir erkennen, wie wir von Satan verdorben wurden und sehen, ob die Leute über normale Menschlichkeit verfügen. Ob sie eher menschlich oder eher teuflisch sind. Und ob für die Menschheit Gottes Gericht und Reinigung nötig ist. Nur wenn wir so viel Verständnis durch Gottes Wort erlangen, können wir uns wirklich verfluchen und verabscheuen. Die Wahrheit annehmen und praktizieren und die satanische Veranlagung loswerden. Gelobt sei Gott, das ist wirklich wahr. Lasst uns etwas aus dem Wort Gottes lesen. Der allmächtige Gott sagt, die verdorbene Disposition des Menschen beruht darauf, dass er von Satan vergiftet und mit Füßen getreten wurde. Dass Satan seiner Denkweise, Moral, Einsicht und Vernunft ungeheuren Schaden zugefügt hat. Es liegt exakt daran, dass diese fundamentalen Dinge des Menschen von Satan verdorben wurden und sie völlig anders sind, als Gott sie ursprünglich schuf. Dass der Mensch sich Gott widersetzt und die Wahrheit nicht versteht. Satan verdirbt Menschen durch die Bildung und den Einfluss der nationalen Regierungen und der Berühmtheiten und Größen. Ihr Unsinn ist zum Leben und zur Natur des Menschen geworden. Jeder für sich und den Letzten holt der Teufel ist ein sehr bekanntes satanisches Sprichwort, das jedem eingeflößt wurde und zum menschlichen Leben geworden ist. Es gibt einige andere Worte von Lebensweisheit, die genauso sind. Satan erzieht Menschen durch die feine traditionelle Kultur jeder Nation und bringt die Menschheit dazu, in einen weiten Abgrund der Zerstörung zu stürzen. Und am Ende werden die Menschen von Gott vernichtet, weil sie Satan dienen und sich Gott widersetzen. Es gibt noch viele satanische Gifte im Leben der Menschen, in dem, wie sie ihre Angelegenheiten handhaben und in ihrem Verhalten und Umgang mit anderen. Sie besitzen so gut wie keinen Funken Wahrheit. Zum Beispiel ihre Lebensphilosophien, ihre Art, Dinge zu tun und ihre Maxime sind mit den Giften des großen roten Drachen angefüllt und sie kommen alle von Satan. Der Mensch ist zu stark durch Satan verdorben worden. Das Gift Satans fließt durch das Blut eines jeden Menschen. Und die Natur des Menschen ist sichtlich verdorben, böse und reaktionär. Gefüllt von und eingetaucht in die Philosophien Satans. Es ist eine Natur, die Gott gegenüber völlig aufständisch ist. Warum beteiligen sich Menschen an solch einer Täuschung? Um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und ihre gewünschten Ziele zu erreichen. Daher übernehmen sie bestimmte Methoden. Das Übernehmen solcher Methoden zeigt, dass sie nicht aufrecht sind und dass sie nicht ehrlich sind. In solchen Momenten offenbart sich die Heimtücke und Hinterlist der Menschen oder ihre Bosheit und Unwürdigkeit. Mit diesen Eigenschaften fühlt man, dass es besonders schwer ist, ehrlich zu sein. Ohne sie würde man fühlen, dass es ganz leicht ist, ehrlich zu sein. Die Heimtücke, Arglist, Bosheit und die unwürdigen Motive der Menschen sind die größten Hindernisse, um ehrlich zu sein. Was ist eine verdorbene Veranlagung? Eine verdorbene Veranlagung ist Satans Veranlagung. Wenn ein Mensch nach seinen verdorbenen Veranlagungen lebt, ist er ein lebendiger Satan. Immer von den Dingen ablenken, nicht direkt sprechen. Ihr alle hattet dieses Problem. Die meisten von euch würden Gott eher beleidigen und täuschen, um unter anderem die Beziehungen zu anderen Menschen zu schützen und euren eigenen Status und Ruf zu schützen. Ist das etwa die Wahrheit, lieben? Du glaubst an Gott und du kommst vor Gott, aber du lebst noch auf dieselbe alte Art. Ist dein Glaube an Gott sinnvoll und wertvoll? Wenn sich die Ziele und Prinzipien deines Lebens und die Art und Weise, wie du lebst, nicht verändert haben,
ist alles, was du Ungläubigen voraus hast, deine Anerkennung Gottes. Und wenn du nach außen hin Gott scheinbar folgst, sich deine Lebensdisposition aber kein bisschen geändert hat, dann wirst du am Ende nicht gerettet werden. Ist das nicht leerer Glaube und leere Freude? Die ganze Verderbtheit der Menschen durch Satan wird in Gottes Wort offenbart. Ohne Gottes Wort, das sie uns offenbart, könnten wir die Sache nicht durchschauen. Wieso sind Leute arrogant und wichtigtuerisch? Wieso sind die Menschen so hinterlistig, so verabscheuungswürdig und egoistisch und sorgen nur für sich selbst? Wieso verabscheuen Menschen die Wahrheit? Wieso interessieren sie sich nicht dafür? Auch wenn wir an Gott glauben und etwas von der Wahrheit verstehen, warum können wir die Wahrheit nicht praktizieren und Prinzipien einhalten? Viele Leute wollen lieber gefallen und ihre Beziehungen zu anderen schützen, als ehrliche, aufrichtige Menschen zu sein, weil sie Angst haben, andere zu verletzen und ihr eigenes Überleben zu gefährden. Das liegt daran, dass Satan die Menschen bis zu dem Punkt verdorben hat, an dem sie satanische Wesen wurden, die weder Mensch noch Teufel sind. Seit Tausenden von Jahren verbreiten diese teuflischen Könige absurde Sprüche und Theorien, um die Menschen zu täuschen. Sie benutzen vor allem die traditionelle Kultur und feudale Höflichkeit, Philosophien wie Konfuzianismus, Taoismus und andere, um die Menschen zu vergiften und zu verderben und ihnen alle möglichen satanischen Theorien, Gedanken und Ideen einzuflößen wie: Es gab niemals einen Erretter, jeder für sich selbst und den letzten beißen die Hunde. Jene mit Grips stehen über jenen mit Kraft. Andere Dinge sind nichts wert, nur Bücher lesen Glück beschert. Oder auch: Der Weise unterwirft sich den Umständen. Harmonie ist ein Schatz, Nachsicht eine Tugend. Mhm. Auch wenn du Falsches siehst, sag besser nichts. Die Weisen schützen sich durch Nichteinmischung. Ja. Ja. Wer Beamte beschenkt, hat seine Ruhe. Ohne Komplimente erreicht man nichts. Das ist wahr. Ja, und auch weniger Probleme sind besser als mehr. Und Kompromisse machen löst einen Konflikt viel einfacher. Genau. Und erlange Gunst mit schönen Worten und Feindschaft mit hartnäckigen. Sieh klar und rede vorsichtig, nur dann behältst du Freunde. Dieses satanische Gedankengut hat eine Generation nach der anderen vergiftet und ist tief in den Herzen der Leute verankert. Das ist wohl so. Seit Jahrtausenden leben die Menschen nach diesen satanischen Leitsprüchen. Sie werden immer betrügerischer und auch immer egoistischer. Sie verwechseln das Gute mit dem Bösen, wodurch wir zu Menschen ohne aufrechte Haltung und Prinzipien werden. Und in unserem Leben nur wenig Menschliches an uns haben. Das sind die Folgen, wenn satanisches Gedankengut die Menschen verdirbt. Das ist sehr richtig. In der Vergangenheit waren diese satanischen Ansichten unsere Leitsätze. Gut, dass Gott uns dies offenbarte, damit wir es begreifen. Ja, danke sei Gott. Dieses satanische Gedankengut vergiftet die Leute. Ja. Wir wissen, dass die meisten Menschen den goldenen Mittelweg wählen und allen gefallen wollen. Wenn Übeltäter Böses tun, schreiten sie nicht ein. Wenn gute Menschen leiden, helfen sie ihnen nicht. Sie sehen die teuflischen Könige nach der Macht greifen und Böses verbreiten, doch es fällt ihnen kaum auf, da sie nur an ihren eigenen Schutz denken. Selbst wenn ihr Land erobert wird, ihre Wohnhäuser zerstört und ihre Arbeitsstellen weggenommen werden, machen sie einfach weiter mit, wagen nicht zu protestieren und gegen die Tyrannei aufzustehen. Ja, das ist wirklich die Wahrheit. Menschenrechte werden getreten, die Freiheit wird entzogen und religiöser Glaube wird gewalttätig unterdrückt. Schon lange sind Christen von Hauskirchen, Verfolgungen und Verhaftungen ausgesetzt. So viele Leute sehen es. Aber wer wagt es, die bösen Taten aufzudecken? Oder die Wahrheit und die Gerechtigkeit zu verteidigen? Genau. So viele Leute schwimmen mit dem Strom, lassen sich einfach treiben. Sie geben den dunklen Kräften Satans nach und wollen gefallen. Das hilft den bösen Kräften, noch arroganter zu werden. Das ist richtig. Das ist wirklich so. Warum wird unsere Welt immer dunkler und böser? Warum werden negative Dinge gefördert und positive unterdrückt? Wieso laufen die Bösen weiter amok, während die Guten unterdrückt werden? Wo ist die Wurzel der Probleme zu suchen? Das ist es wert, darüber nachzudenken. Ja, zu viele Leute wollen nur gefallen. Wenn jeder aufrichtiger wäre, dann wäre diese Welt nicht so dunkel und böse, wie sie es heute ist. Das ist wirklich wahr. Wir haben alle gesehen, dass Leute, die gefallen wollen, satanische Prinzipien verfolgen. Und wie sie ihre eigenen Interessen in all ihren Worten und Taten schützen. Auch wenn sie an Gott glauben, sind sie zu ihm nicht aufrichtig und praktizieren die Wahrheit nicht. Auch wenn sie begeistert wirken, sich bemühen und ihre Pflichten erfüllen,
Wenn etwas passiert, was die Arbeit der Kirche gefährdet oder Gottes auserwähltem Volk schadet, was von ihnen den Schutz der Prinzipien der Wahrheit verlangt, fürchten sie, Verantwortung übernehmen zu müssen. Also ziehen sie sich panisch in ihre unwürdige Existenz zurück und geben ihre Prinzipien auf. Denen, die gefallen wollen, ist es gleich, ob jemand die Arbeit der Kirche stört oder verhindert. Wenn sie sehen, dass Schurken Klicken bilden, die Kirche spalten und das kirchliche Leben stören, schließen sie die Augen und Ohren. Sehen sie falsche Hirten und Antichristen, die Irrlehren verbreiten, wagen sie es nicht, diese bloßzustellen. Selbst wenn andere sie bloßstellen, schützen sie die, die gefallen wollen, die Übeltäter, aus Angst, sie zu verletzen. Das ist wahr. Wer gefallen will, beschützt nur sich selbst, hat nur um sich selbst Angst. Sie haben keinen Mut, den Kräften der Dunkelheit zu widerstehen oder sich der Gerechtigkeit zuzuwenden. Ja, richtig. Auch wenn sie etwas von der Wahrheit verstehen, wollen sie diese keineswegs praktizieren. Und sie können nicht dafür einstehen, die Arbeit der Kirche oder ihrer Brüder und Schwestern zu schützen. Sind Menschen, die gefallen wollen, nicht nur eigennützige, hinterlistige Betrüger? Ja. Sind diese Menschen nicht Knechte Satans, die unter seiner Herrschaft leben? Das ist wirklich wahr. Leute, die gefallen wollen, sehen wie gute Menschen aus. Sind sie aber auch tatsächlich gut? Sind sie nicht. Was also fehlt den Menschen, die gefallen wollen? Der Sinn für Gerechtigkeit. Der Sinn für Gerechtigkeit. Ja. Und ein Gewissen. Richtig. Kann jemand ohne Gewissen oder Sinn für Gerechtigkeit denn tatsächlich gut sein? Nein, das kann nicht sein. Gott drückte die Wahrheit aus und begann mit dem Urteilswerk in den letzten Tagen, um die verdorbene Veranlagung des Menschen zu reinigen, die Menschheit zu retten und uns dem Einfluss Satans zu entziehen. Wenn wir Gläubigen nicht die Wahrheit verfolgen oder das Gericht in Gottes Wort annehmen, können wir jemals Erlösung durch Gott erlangen? Wir brauchen dringend das Werk von Gottes Gericht. Nachdem ich eure Erläuterung gehört habe, schäme ich mich ganz besonders. Ich bin wirklich nur jemand, der gefallen will. Früher war ich immer sehr vorsichtig mit meinen Worten und Handlungen, aus Angst, andere zu verletzen. Ich wollte gemocht werden, wollte meine Beziehung schützen. Es war mir nie wichtig, ein guter Mensch zu sein oder die Wahrheit richtig zu praktizieren. Ich war nichts weiter als eine Sklavin Satans. Ich hatte weder Aufrichtigkeit noch Mut, war kaum noch ein Mensch. Nun habe ich Gottes Wort von euch gehört. Und ich fühle mich so elend. Ich habe das Gefühl, dass Gottes gerechte Disposition nicht verletzt werden darf. Ja. Gott erfreut sich nicht an Heuchlern. Leute, die gefallen wollen, sind hinterlistig und falsch. Diese Heuchler wirken ehrenhaft und sind so innerlich falsch. Wenn ich keine Buße tue und nicht versuche, ehrlich und aufrecht zu sein, dann weiß ich, dass ich von Gott verflucht und bestraft werde. Dieses Gespräch mit euch war auch für mich sehr nützlich. Ich habe immer gedacht... Ich bin's. Oh, Direktorin Ma ist hier. Schnell, leg die Bücher weg. Oh, Direktorin Ma. Ah, Sie sind zu Hause. Hm? Direktorin Ma, was ist los? Ich habe gehört, dass heute einige Fremde zu Ihnen gekommen sind. Was tun die hier? Die wollen sich einmieten, aber das Haus hat Ihnen nicht gefallen. Und Sie sind wieder gegangen. Was ist los? Weswegen? Das ist los. In allen Kommunen und Dörfern wird jetzt nach Gottesgläubigen gesucht. Hüten Sie sich besonders vor Fremden. Sollten Sie hier irgendwo Gottesgläubige entdecken, melden Sie sie sofort. Ich verstehe. Also, Frau Zhao, heute ist es kalt. Warum machen Sie die Wäsche nicht im Haus? Tja, weil mein Sohn auch schläft. Er hatte Nachtschicht. Ich wollte ihn nicht aufwecken. Ja. Also, Mama, es ist so laut. Was tust du denn hier draußen? Direktorin Ma ist ja da. Cheng Peng, du bist auch da. Mhm, bin ich. Tja, es ist Zeit. Ich muss meinen Enkel abholen. Frau Direktorin, gibt es sonst noch irgendetwas? Nein, nichts weiter. Das war's schon. Ja, ja, dann auf bis Wiedersehen. Bald. Einen schönen Tag noch. Danke.
Wenn Sie Gottesgläubige finden, melden Sie sie. Für jede Meldung gibt es 1000 Yen Belohnung. Ich verstehe. Wiedersehen, Frau Zhao. Brüder, Schwestern, ihr könnt herauskommen. Sie sind weg. Was ist denn passiert? Die Gemeindedirektorin hat gehört, dass Fremde hier wären. Daher wollte sie nachsehen. Ja. Ich glaube, dass uns jemand beobachtet. Beenden wir unser Treffen. Ja. Brüder und Schwestern, gehen wir. Wir treffen uns an einem anderen Tag. Unser Haus ist eigentlich ziemlich sicher. Unsere Nachbarn arbeiten außerhalb des Dorfes. In China müssen wir Gottesgläubige aufpassen, wohin wir gehen. Fang Cheng! Ja? Bring etwas Brennholz hinein. Ja, wird gemacht. Dank sei Gott. Endlich kann ich mich ein wenig verstehen. Was ist für dich der schwierigste Aspekt deiner Praxis? Manchmal entdecke ich Verderbtheit bei den Brüdern und Schwestern. Ich will es ihnen sagen, will aber nicht, dass sie unglücklich sind. Wenn ich sie verletze, leidet unser gutes Verhältnis. Ich denke nach, zögere und verkneife mir dann meine Worte. Wieso ist es so schwer, die Wahrheit zu praktizieren? Weil wir zu sehr von Satan verdorben wurden. Unsere Natur ist verdorben und verachtenswert. Die Wahrheit zu praktizieren ist schwer, wenn wir unsere Interessen schützen wollen. Ja. Das ist wahr. Genau wie bei dem einen Treffen. Da hörte ich Li Jin endlos über Lehren reden. Sie sprach ohne eine einzige Pause, nur um sich selbst hervorzutun. Bei aller Verärgerung darüber fragte ich mich, was man durch so ein Treffen wohl erreichen kann. Ich wollte sie unterbrechen und Probleme aufzeigen, hatte aber Angst, sie zu blamieren und zu verletzen. Die Worte lagen mir auf der Zunge, aber ich verkniff sie mir. Leute, die gefallen wollen, haben keinen Sinn für Gerechtigkeit. Ja. Diese Leute verletzen sich selbst und andere. Dieser schreckliche Vorfall in der Kirche sollte eine Lektion für uns alle sein. Sagt mir, wenn wir Gläubigen diese verdorbene Veranlagung nicht loswerden, wie erlangen wir dann Erlösung? Gute Frage. Wir haben diese Veranlagung und wenn wir die Erlösung wollen, müssen wir Gottes Gericht und Züchtigung durchmachen und viele Rückschläge hinnehmen. Ja. Anderenfalls werden wir unsere Verderbtheit und Mängel nicht verstehen. Geschweige denn, dass wir unserer Veranlagung entkommen und errettet werden. Ja. Ja. Und früher lebte ich nach satanischen Leitsätzen und Prinzipien. In meinen Beziehungen versuchte ich ständig, alle Konflikte zu vermeiden. Selbst als ich sah, dass die Art, wie andere sich verhielten, die Wahrheit verletzte, da verschloss ich einfach die Augen und versuchte, unsere Beziehung zu schützen. Ich erinnere mich noch an ein Jahr, als ich Diakonin in einer Kirche war. Und bemerkte, dass die Kirchenleiterin sehr arrogant war. Sie sprach nur über die wortwörtliche Bedeutung der Lehren, um anzugeben und Zeugnis über sich selbst abzulegen. Und sie schloss jeden aus und griff jeden an, der eine andere Meinung dazu hatte. Viele Brüder und Schwestern litten unter ihren Einschränkungen. Zu jener Zeit wollte ich sie melden. Aber ich fürchtete, sie könnte Schwierigkeiten machen. Also habe ich sie nicht gemeldet. Danach zog ihr Verhalten den Zorn der anderen auf sie. Und dann meldete ich sie, entlarvte sie vor den Brüdern und Schwestern und ließ sie absetzen. Erst danach fühlte ich mich sicher und in Frieden. Und dann dachte ich über mein Verhalten nach. Wieso hatte ich mit der Meldung so lange gewartet? Wenn ich sie schon früher entlarvt und gemeldet hätte, dann hätte sie in der Kirche nicht so viel Unheil anrichten und unseren Brüdern und Schwestern nicht so lange schaden können. Es war meine selbstsüchtige Veranlagung, die mich blockierte und dadurch wollte ich meinen Ruf und Status schützen. Ich sah, wie eine falsche Anführerin Gottes auserwähltem Volk Schaden zufügte und ich stellte sie nicht bloß. Schützte ich nicht einfach eine falsche Anführerin und wurde so zur Komplizin Satans? Das war ein schweres Vergehen gegen Gottes Disposition, eine Verletzung der Wahrheit, eine Rebellion. Ja, das ist richtig. Ich dachte daran, wie Gott mich erhoben hat, mir Gelegenheit zur Pflichterfüllung gab. Aber ich bedachte weder Gottes Willen, noch schützte ich die Arbeit der Kirche. Stattdessen ließ ich eine falsche Anführerin Gottes auserwähltes Volk schaden und wagte es nicht, sie zu verletzen. Ich sah, wie egoistisch, wie verabscheuungswürdig, wie gerissen und hinterlistig ich war. Ich hatte Freundlichkeit mit Verrat vergolten. Ich erreichte, dass Gott mich verachtete und verabscheute.
Als ich diese Dinge verstand, empfand ich Hass und Reue gegen mich selbst. Ich fiel vor Gott auf die Knie, büßte und bekannte meine Sünden. Und ich entschied, von nun an die Wahrheit zu verfolgen, um meiner verdorbenen Veranlagung zu entkommen und wiedergeboren zu werden. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Später las ich diesen Absatz aus Gottes Wort. Als Zweites sollt ihr wissen, dass Gott einen ehrlichen Menschen mag. Gott besitzt die Wesenheit der Treue, weshalb man sich immer auf sein Wort verlassen kann. Darüber hinaus sind seine Handlungen tadellos und unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott diejenigen, die vollkommen ehrlich mit ihm sind. Ehrlichkeit bedeutet, dass ihr Gott euer Herz gebt, nie ein falsches Spiel mit ihm spielt, in allen Dingen offen mit ihm seid. Nie die Wahrheit versteckt, nie das tut, was jene über euch täuscht, jene unter euch irreführt, um euch bei Gott einzuschmeicheln. Also heißt, ehrlich zu sein, dass ihr euch in euren Handlungen und Worten von Unreinheiten fernhaltet und weder Gott noch Menschen täuscht. Amen. Schwester Young, liest du die nächste Stelle? Dank sei Gott. Es muss einen Maßstab für gute Menschlichkeit geben. Das heißt nicht, den Weg der Mäßigung nehmen, keine Prinzipien einhalten, keine missfallen. Allen schmeicheln, glatt sein, clever und weltklug. Und das Wohlbefinden anderer herbeiführen. Das ist nicht der Maßstab. Was ist der Maßstab dann? Der Standard ist, dass sie Gott, dem Menschen und Ereignissen gegenüber ein aufrichtiges Herz haben. Sie können Verantwortung tragen. Und dies ist für alle offenkundig sichtbar und spürbar. Zudem durchsucht Gott ihre Herzen und kennt sie, alle und jedes. Ist jemand, der von Natur aus anständig ist, eine wirklich gute Person? Was für eine Person ist eine wirklich gute Person? Jemand, der in Gottes Augen die Wahrheit hat? In erster Linie müssen sie Gottes Willen und die Wahrheit verstehen. Zweitens müssen sie in der Lage sein, die Wahrheit in die Praxis umzusetzen mit ihrem Verständnis als Grundlage. Das sind Menschen, die die Wahrheit lieben und die Wahrheit praktizieren. Das sind in Gottes Augen gute Menschen. Dank sei Gott. Als ich Gottes Wort gelesen hatte, konnte ich es verstehen. Gott liebt die ehrlichen Leute. Und nur ehrliche Leute sind gute Leute. Wirklich gute Leute haben ein Gewissen und sind aufrichtig zu Gott. Sie nehmen Rücksicht auf den Willen Gottes und behandeln die Menschen gerecht. Sie unterscheiden zwischen Liebe und Hass. Sie haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Sie lieben die Wahrheit und konzentrieren sich darauf, sie zu praktizieren, sobald sie sie verstehen. Nur diese Leute sind in den Augen Gottes gute Menschen. Aber die, die ich für gut hielt, kamen mit allen gut aus, konnten niemanden beleidigen. Sie waren nur auf den Schutz ihrer Beziehung aus, hatten keinen Sinn für Gerechtigkeit. Sie waren offenbar betrügerische Leute, die gefallen wollen und die Art von Mensch, die Gott verabscheut und verachtet. Gottes Wort ließ mich verstehen, wonach die Menschen leben sollten. Jetzt weiß ich, dass ich keinesfalls in meinem Glauben auf Vorstellungen vertrauen soll. Ich sollte vielmehr anstreben, ein ehrlicher Mensch zu sein. Andernfalls würde ich vergeblich glauben und niemals Gottes Zustimmung erlangen. Die Wahrheit zu verstehen ist so wichtig. Nur wenn wir die Wahrheit verstehen, werden wir fähig sein, die eigenen Mängel zu erkennen und zu wissen, was wir tun sollen. Richtig. Diese Erläuterungen machen mir verständlich, was ein guter Mensch ist. Ein wirklich guter Mensch ist ehrlich und hat einen Sinn für Gerechtigkeit. In Gottes Wort steht, der Herr Jesus sagte, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Der allmächtige Gott sagt, in der Gemeinde sollt ihr fest in eurem Zeugnis für mich stehen, die Wahrheit aufrechthalten. Richtig ist richtig und falsch ist falsch. Und bringt Schwarz und Weiß nicht durcheinander. Ihr werdet mit Satan Krieg führen und müsst ihn vollständig besiegen, sodass er nicht mehr aufsteht. Ihr müsst alles opfern, um mein Zeugnis zu schützen. Das soll das Ziel eurer Handlungen sein. Vergesst das nicht. Dass Gott fordert, dass die Menschen ehrlich sind, beweist, dass er die, die betrügerisch sind, wirklich verabscheut. Dass er keine betrügerischen Menschen mag. Die Tatsache, dass er keine betrügerischen Menschen mag, bedeutet, dass er ihre Handlungen nicht mag?
ihre Disposition und sogar ihre Beweggründe. Das heißt, Gott mag die Art, in der sie Dinge tun, nicht. Wenn wir Gott also erfreuen wollen, müssen wir zuerst unsere Handlungen und Art und Weise der Existenz ändern. Wann immer du etwas tust, musst du prüfen, ob deine Beweggründe richtig sind. Wenn du fähig bist, nach den Anforderungen Gottes zu handeln, dann ist deine Beziehung zu Gott normal. Dies ist das minimale Kriterium. Wenn du bei der Prüfung deiner Beweggründe solche feststellst, die falsch sind, und wenn du in der Lage bist, dich von diesen abzuwenden und gemäß der Worte Gottes zu handeln, dann wirst du zu jemandem, der vor Gott richtig ist, was zeigt, dass dein Verhältnis zu Gott normal ist und dass alles, was du tust, Gott dient und nicht für dich selbst ist. Wann immer du etwas tust oder sagst, musst du dein Herz richtig stellen, musst du gerecht sein und darfst dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen oder nach deinem eigenen Willen handeln. Das sind die Prinzipien, nach denen Gottesgläubige sich verhalten. Natürlich. Gottes Wort beschreibt deutlich, wie man ein ehrlicher Mensch werden kann. In den letzten Jahren habe ich mich darin geübt, ein ehrlicher Mensch zu sein. Ich bete oft und konzentriere mich darauf, Gottes Beobachtung zu akzeptieren. Wenn etwas passiert, suche ich bewusst die Wahrheit und handle nach Gottes Willen. Bei Dingen, die die Prinzipien der Wahrheit betreffen, versuche ich zu verstehen, wie man nach der Wahrheit handelt, wie ich der Kirchenarbeit und dem Lebenseintritt meiner Brüder und Schwestern von Nutzen sein kann, und dann mache ich das. Als ich zu praktizieren anfing, hatte ich innerlich zu kämpfen. Ich ließ mich noch von meinem Stolz einschränken und fürchtete, andere zu verletzen. Aber als ich darüber nachdachte, wie ich die Wahrheit nicht aufrechterhalten und mich früher durchgewurstelt hatte, als ich an den Schaden dachte, den ich meinen Brüdern und Schwestern zugefügt hatte, bedauerte ich es und fühlte, dass ich Gott viel schuldig war. Besonders als ich mich an Gottes Wort erinnerte, wann immer du etwas tust oder sagst, musst du dein Herz richtig stellen, musst du gerecht sein und darfst dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen oder nach deinem eigenen Willen handeln. Das sind die Prinzipien, nach denen Gottesgläubige sich verhalten. Ich fühle, dass Gott an meiner Seite ist und alles sieht, was ich tue, damit ich Gott nicht wieder enttäusche. Was auch passiert, ich muss dem Fleisch entsagen und Gottes Wort entsprechend handeln. Ich will kein Mensch sein, der gefallen will. So zu leben ist zu verabscheuungswürdig und macht mich unwürdig, als Mensch bezeichnet zu werden. Das ist richtig. Und genau so habe ich praktiziert. Ich habe inzwischen etwas von der Wahrheit verstanden, ohne es zu bemerken. Und mehr von meiner verdorbenen Veranlagung erfahren. Wenn etwas passiert, das wieder die verdorbene Veranlagung offenbart, habe ich jetzt Einsicht. Ich verabscheue und verachte mich von Herzen und bin motiviert, dem Fleisch zu entsagen. Ich fühle die Zwänge und Fesseln meiner Eitelkeit und meines Ansehens nicht mehr. Ich spreche und handle auch ehrlicher als zuvor und bin meiner Verlogenheit größtenteils entkommen. Bei meinen Pflichten bin ich verantwortungsvoller und meine Arbeit wird immer effektiver. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Ich habe wirklich erfahren, dass Gottes Wort Menschen tatsächlich verändern und reinigen kann. Richtig. Solange wir Gottes Wort praktizieren und danach streben, ehrlich zu sein, können wir die Wahrheit verstehen. Und mit der Zeit können wir unserer eingebildeten und satanischen Veranlagung entgehen. Richtige Menschen werden und die Zustimmung Gottes erlangen. Dank sei Gott. Ja, Gottes Werk so zu erfahren, ist sehr nah am Leben. Ja, ich habe jetzt ein klareres Verständnis. Ich weiß jetzt, wie ich dem Verderbnis entgehe, allen gefallen zu wollen. Dank sei Gott. Solange wir anstreben, ehrliche Menschen zu sein und uns stets auf die Wahrheit ausrichten, wenn wir unsere falschen Absichten aufgeben und der Wahrheit nachgehen, können wir in die Wirklichkeit der Wahrheit eintreten und zu wahrhaften Menschen werden. Ja. Ja. Wenn ich zurückblicke, sehe ich meine Begeisterung und meinen Glauben an Gott. Und ich war der Ansicht, dass ich die Wahrheit durchdrungen hatte. Doch geschah etwas, suchte ich nicht die Wahrheit oder befolgte die Regeln. Ja. Ich untersuchte nur selten
die Unreinheiten meiner Worte und Taten. Ich war meiner eigenen verdorbenen Veranlagung gegenüber blind. Mhm. Und es gelang mir einfach nie, meine Disposition zu verändern. Doch all meine Fehlschläge sind von Gott, der sich mir offenbart. Einem Gott, der sich erbarmt und mich errettet. Ja. Gottes Werk ist so wunderbar. Ich will ab jetzt danach streben, ein ehrlicher Mensch zu sein. Ich bin sicher, wenn ich mich darauf konzentriere, die Wahrheit zu praktizieren, kann ich in jedem Fall meine falsche Gefallsucht ablegen, meine heuchlerische, satanische Veranlagung und lernen, aufrecht und ehrlich zu sein. Wie ging es den Brüdern und Schwestern, als du gestern bei der Lisha Shuang-Gruppe warst? Sehr gut. Die Gruppe war endlich normal. Alle wollen jetzt ihre Pflichten erfüllen, sich auf die Wahrheit ausrichten und Gottes Wort erfahren. Einen Gruppenleiter zu haben, der wirklich die Wahrheit verfolgt, hat eine ganz andere Wirkung. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Von Anfang an, seit wir zusammenarbeiten, haben wir gemeinsam die Wahrheit gesucht und nach den Prinzipien gehandelt. Und das erfüllt mich mit Ruhe und Freude. Ein wahrer Segen Gottes. Ja, dank sei Gott.